willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich bin dabei und werde jetzt noch die Steaks verladen. Und dann müsste man soweit eigentlich ziemlich gut dastehen. Die gehen nicht zusammen. Gleich mal probieren. So, schnell den Anhänger wieder rüberholen. Bisschen umständlich, aber es ist. Ups. Es ist am einfachsten, wenn man es so betrachtet. Ist einfach wie jede Palette einzeln rüber zu fahren mit dem Stapler. Und ich habe halt beim Metzger noch keinen Stapler oder so stehen. Der ist bestellt, der kommt nächste Woche. Genauso wie nächste Woche meine neue Sämaschine kommt. Und mein neues Auto. Welches es sein wird, entweder ihr schaut die Folgen von dieser Woche. Oder ihr schaut einfach morgen rein. Okay, muss man einzeln nehmen. Schade. Morgen in der Folge müsste eigentlich das Auto da sein, falls ich das da schon abholen kann. Rein zeitlich. Weil eigentlich muss ich auch noch ernten. Ich habe noch Dinkel auf dem Feld, was welche runter muss. Ja. Ich habe wieder ein bisschen Stress, was Zeit angeht. So, beim Palettenverladen bin ich immer ein bisschen ruhig. Sorry dafür, aber da muss ich mich dann doch ein bisschen mehr konzentrieren. Dass ich hier auch das hinkriege. Also viele verzweifeln ja schon allein so an Paletten. Ich krieg so in der Perspektive ziemlich gut hin. Onboard absolut nein. Also
Ego-Perspektive. Aber so funktioniert es. Zumindest halbwegs. Wie man sehen kann, nur halbwegs. Das war ja so klar, ne? Dass wieder eine Palette meint. Okay, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Alles gut. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Schauen wir das hin? Ihr kennt doch bestimmt diese LKWs, die hinten einen Gabelstapler drin haben. Kriegen wir das hier auch hin? Wie anders denn? Locker easy. Das ist doch perfekt. Das ist wirklich geil. So hast du immer deinen Gabelstapler dabei. Klar ist die Frage, ob es ihn vielleicht mal runterhaut. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Coole Transportmöglichkeit.
Der ist zu leicht. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wo ich das meiste Geld krieg, ich Depp. Guck mal hier. Edeka. Doch, Edeka auch. Da ist nicht so viel drin. Da sind nur 4000 drin. Bei den Würstchen sind 6000. Ah ne. 2, 6, 4, 0. Die Würstchen habe ich immer zu zweier Paletten verladen. Stimmt. Aber das geht ja hier nicht. Warte mal, ich mache mir gerade die Spannröhre los. Gucken wir mal, ob wir die hier schnell abladen können. Oh Gott. 45, 1, 5, 6, 3. Das ist ein bisschen ungeschickt jetzt. Nach 12. Das ist ein bisschen 3. Eine müssten es 8 sein. Und wenn nicht, dann ist halt ein bisschen weniger Geld, aber also da sagen wir halt ein bisschen mehr Steuer. Aber bevor ich jetzt hier ganze Zeit Genickstahl kriege, weil ich hier auf den Preis gucken muss, wird schon passen. 2640 pro Palette. Also 2640 mal 18,0, 4 mal 18, 32, 3, 4 mal 6 mal 18, 48, plus 30, 51, 16 und 5 sind 21. Nein, ich rechne das glaube ich gleich nochmal. Nochmal per Taschenrechner nach. Nicht, dass man dann doch außersehen deutlich zu viel Steuern zahlen müssen, weil ich mich berechnet habe.
Aber es müsste eigentlich passen. Ich rechne das gleich mit Taschenrechner nach. So, ich habe nachgerechnet. Ich war tatsächlich richtig, was die Wurst angeht. Also es waren tatsächlich 21.120 für die Steaks. Und für die Wurst waren es 21.500, ein bisschen was. So, aber das war's auch für heute. Wir haben diese Woche, warte mal, ich überschlage mal kurz. 216. 266. 366. 450. 510. 510. 510. 510. 590. Nee, 510. 570. 670. 680. Fast 700.000 Euro haben wir diese Woche gemacht. Fast 700.000 Euro. Heftig. Heftig. Ja. 650 auf jeden Fall. Heftigst, heftigst, heftigst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.